So, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von God of War. Wir sind jetzt in der Wüste angelangt und müssen Sirenen töten. Oh, da kommen sogar noch mehr Random-Gegner. Na, ganz toll. Oh, die Fetten. Oh, nee, Alter. Kann ich damit auf die Sirenen treffen? Weiß ich nicht. Oh, das ging schön schnell. Boah, knack. Ich glaube, ich breche ihr den Rücken, oder? Also der ganze Oberkörper klappt einfach runter. Ja, danke, Athena. Ich kann bis 13. Oh oh! So, ich mache natürlich auch noch platt. Ihr seid ein paar gute Erfahrungspunkte tatsächlich gerade. Wenn nicht 1000 nervige Gegner um mich rum sind. Oh, das war dumm. Egal. Das war so reflexartig. Ich habe jetzt Kreis gedrückt. Egal, dann ein paar Leben. So, die mal hier mal. Aua. Ich finde schon so faszinierend. Man könnte wirklich denken, so, der hat mir jetzt volles Met eine reingehauen und ich habe echt wenig Leben abgezogen bekommen. Dass man so denkt, so, oh, das Spiel ist ja voll einfach. Nee, irgendwann scheißen sich die Gegner so zu mit ihren Angriffen, dass du dir wünscht, du würdest noch viel weniger aushalten. noch viel mehr aushalten. So, noch viel weniger abgezogen bekommen, das würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, ah, der Endboss. Bis jetzt der Endboss an sich geht, aber halt direkt davor kommt halt was. So ein sehr, sehr langer, anstrengender, ausdauernder Kampf direkt vom Endboss und der. Oh, ich höre was. Wird auch lauter, glaube ich. Ich höre es zwar irgendwie gefühlt mehr auf dem rechten Ohr gerade. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich laufe trotzdem immer noch da, weil vielleicht ist das Spiel einfach nur dumm, was nee. Was Stereo-Sound angeht. Jetzt höre ich den auch gar nicht mehr. Naja, die wandert wahrscheinlich so ein bisschen durch die Gegend, ne? Die Wanderhure. Die Wander-Sirene. Aha. Bleiben Sie stehen. Ich möchte Ihren Kopf. Autsch. Bam! Voll daneben. Geil. Get over here! Knack! So. The desert sirens have been destroyed, Kratos. The path before you is now revealed. Juhu! So, jetzt soll ich durch Dullis nochmal eben platt machen hier? Ja! Netter Double Hit von euch. Ich drücke gerade irgendwie aus Versehen den Stick. Ich will das gar nicht. Ein Unfall. Ah, jetzt wollte ich's. Zack. Ach komm, einen kill ich mal so. Ein bisschen Leben kann nicht schaden. Wobei, wahrscheinlich kriege ich da eh wieder was beim Checkpoint, aber egal. Mann! Dann halt so. Das war nicht so gut. Egal. Na. Oh, zack. Oh. Ist schon ein guter Angriff für die Brechung der Verteidigung. Die Brechung. Den Bruch der Verteidigung. Oh. Mensch. Liegen ja aber noch ein paar Erfahrungspunkte rum, ne? Die nehme ich natürlich mit. Ist ja klar, nicht? So. Bin ich noch richtig? Oder wartet er weiter rechts, der Eingang? Ich bin weiter rechts, ha? Huh? Ja, jetzt bin ich schon wieder weit zurückgerannt. Ich glaube, es ist doch irgendwo da hinten. Ah, die Wüste. Ich hab ja was stressiger. Was war das denn? Der hat sich meiner Sprache gerade angepasst, glaube ich. Ich hab die schwieriger in Erinnerung gehabt. Weil wir sind gleich raus. Also, naja, nicht direkt raus, aber ich glaube,
Zumindest wir jetzt nicht mehr so hier in so einem Wüstensturm gleich rumagieren werden. Vielleicht auch doch. Mal gucken. Naja, da kommt natürlich dann der große Kronos-Abschnitt, nenne ich es mal. Hallo, Truhe. Ich finde jetzt den scheiß Eingang nicht. Ich meine, dafür finde ich jetzt ein paar nette Truhen, das ist nicht verkehrt. Ah, hier war's. Danke. Also echt so weit rechts? Naja. Nehmen wir noch hoch. Okay. Oh Gott, die Framerate gerade kurz. PS2-Spiel übrigens. Auf der PS3. So. Wo und wie geht's denn jetzt weiter, ist die Frage. Warst du nicht eben noch... Eben hattest du noch kein Licht, oder? Ach, keine Ahnung. Einmal alles vernichten. Und weiter. Weiter mit Eifer. Oh. Ich fühle mich gerade erinnert an ein wunderschönes Spiel namens Lego Star Wars. Echte OGs wissen genau, was ich jetzt meine. Grüße gehen raus an die Druidenfabrik auf Geonosis. Ah, das ist eine Druidenfabrik? Ja, ne? Star Wars Lore, Alter. Ich komme gar nicht mehr klar. Ach, die Prequels sind halt auch scheiße. Also geht's so. Hui! Ich da gerade runtergesprungen? Ja, ne? Ja. Da gibt es auch so ein Abschnitt, wo man irgendwie runterkommt und dann so auf so Dingern hier langlaufen muss. Bisschen nervig. So, macht auf den Laden. Aha. Sehr interessant. Jungs, steht eure Ballers. Go Street for Life. Steht ihr wegen Ballers? Egal. So, das war ein voller Erfolg. Ja, die Truhe bringt mir halt absolut nichts. Aber Prinzip. Prinzip ist stark bei mir. So, ich baller das jetzt einfach mal in das Ding da rein. In die Presse hier. Bam! Das war enttäuschend. Gut. Oh ne, jetzt muss ich in die andere Richtung wahrscheinlich, damit ich irgendwo hochklettern kann, ne? Oh, jetzt schon keinen Bock mehr. Na. Natürlich. Jetzt eben jetzt auch noch um. Sack gehen, ne? Ja. Echt jetzt, Jungs, muss es sein. So, wer die Pimmel respawnen jetzt permanent, dann kriegen wir auch ein bisschen das Kotzen. Ui, Alter, wir haben ganz weit geschossen. Sehr schön. Okay. Anstrengend. Okay. Huch. Interessante Nische, die mir gar nichts bringt. Hello. The gods appear before Pathos Verdes III, commanding him to build a temple to house the most powerful weapon on Earth or in Olympus. The greatest architectural undertaking the world has ever seen. Mighty Kronos, the Titan, is harnessed to the Temple of Pandora, chained to his back. Ja. Eine miese Strafe auf jeden Fall. Aber das ist besser als, boah, diese scheiß griechische Mythologie. Ich habe mich wirklich mal ein bisschen mit der beschäftigt, aber mein dummes Hirn vergisst mal alles. Den werden wir auf jeden Fall auch noch in irgendeinem God of War Spiel kennenlernen. Ich weiß es gar nicht mehr welchen. Nicht Ikarus? Ne, es war nicht Ikarus. War das Ikarus? Also Ikarus ist auf jeden Fall der, der in die Sonne geflogen ist und dann die Flügel halt, gefetzt sind. Wer war nochmal der, der irgendwie irgendwo festgebunden wurde und dann... Oh, Alter, die Lore. Sorry.
Cool. Naja, auf jeden Fall gibt es da irgendwie so einen, der da irgendwie festgebunden wurde an so einen Felsen, glaube ich, und da irgendwie jahrhundertelang chillen musste. Irgendwie von Krähen so halb aufgefetzt wurde oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte mich echt mal ein bisschen dazu belesen, weil ich die eigentlich echt ganz interessant finde, die griechische Mythologie. Aber irgendwie, ne, mein vergessliches, mein forgettable ass vergisst halt einfach alles. Das ist wirklich einfach nur furchtbar. Naja, nicht so schlimm. Oh, direkt das nächste Horn hier zum Blasen. Ha! Lustig. Mit Cutscene. Drei auf einmal! Yippie! Oh no. Aua, aua. Na, warte mal, das kann ich auch. Soll er sehen? Alter. Läuft. Bam! Genau, oh, die Animation. Alter, Athena, schrei mich nicht immer so an. Ich werde ein bisschen nervös dabei. Ich habe mal kurz Angst, dass irgend so ein Twitch-Alert oder so losgeht. So hört sich das an. Wenn da jemand Thank you sagt, dann ist es vorbei. Ah! Über den Boden! Oh ne, doch nicht. Bam! War nämlich auch. Bam, bam, bam! hat jemand von euch Once Upon a Time in Hollywood gesehen? Mhm. Genau daran muss ich gerade denken. Bei der schönen Gesichtstrifft-Boden-Animation hier im Spiel. Bam, bam! Ah, ich mag das. Aber ich finde, das hat so wirklich auch so durch seine Animation so hat so was Comichaftes. Deswegen finde ich es halt echt nicht übertrieben. Es ist halt nicht so selbstzweckmäßig so, oh, guck mal, wie brutal wir sind. Es ist einfach nur so, es ist halt irgendwie lustig. Ich weiß nicht. Ich glaube, deswegen mag ich die alten God of War Spiele auch ein bisschen mehr. Also, das neue God of War, ich habe ja Ragnarök noch nicht gespielt, logischerweise. War auch verdammt geil, keine Frage. Aber irgendwie, finde ich, haben die Spiele ein bisschen mehr Charme. Und irgendwie auch so Gameplay-mäßig gefällt es mir ein bisschen besser. Joa. Aber, ne, einfach mal so. Weil jetzt neue God of War nimmt sich ja wirklich des Todes ernst und so. Oh, die sind so krass übel. Ich rede gleich weiter. Okay, oh, der Chilter. Moin, Kronos. Ist schwer, ne? Kronos, the last of the mighty titans, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. For 3 days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain. He knew he would either recover Pandora's box or perish inside the cursed temple.
never to return to the world of man. Oh yeah. Jetzt wird aber 3 Tage hier hochgeklettert. Ja moin, Alter. Das ist so richtig so eine griechische Mythologiengeschichte. Oder generell. So, oh, er kletterte 3 Tage lang. ja, bla bla. Okay, so, Desert of Lost Souls. Nee, jetzt sind wir bei Kronos. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, genau. Ich meine, das neue God of War nimmt sich halt einfach nur noch ernst, ne? Es ist halt... Oh, ich kann ihn killen. Es ist halt wirklich nur noch... Da ist gar kein Humor mehr. Es ist halt wirklich so dieses sehr ernste, erwachsene, was ja Sony so in den letzten Jahren immer... Ja, eigentlich nur noch fährt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wo ich ja prinzipiell, also gegen diese Art von Spielen, überhaupt nichts habe. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass nicht mehr so... So verspielte und einfach... Ich will jetzt nicht sagen kindgerecht so, aber ihr wisst schon, so cartoonige Spiele erscheinen, ne? Was ist mit Jack und Dexter? Was ist mit... Gut, Ratchet & Clank gibt's noch. Allerdings ja auch nur... Also vor dem letzten Teil ist das letzte Mal ja auch schon lange her gewesen, vor Rift Apart. Was ist mit Gravity Rush oder so? Was ist mit Team Ico Japan Studio spielen? Ja, die sind alle weg. Ne? Und ich finde so God of War... Klar, God of War hat hier jetzt keinen... Also hier werden jetzt ja nicht Witze gerissen. Das Spiel ist ja jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich humorvoll. Aber ich finde indirekt schon... Weil dieses Spiel einfach so durch seine Präsentation und alles so ein bisschen comichaft wirkt. So ein bisschen... Ja, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Aber so ein bisschen over the top, dass man es gar nicht so richtig ernst nimmt und sich einfach denkt, ach, das ist schon... Das ist schon cool. So. Während es einen bei dem neuen vielleicht auch einfach stören kann, dass dann Gewalt oder diese extreme Brutalität dann vielleicht auch ein bisschen Selbstzweck ist. Wobei ich jetzt gar nicht das Gefühl habe, dass das... Neues Spiel jetzt so unfassbar brutal war, aber muss ich nochmal gucken. Werden wir darüber feststellen, wenn wir es wieder spielen, ja. Hallo, da oben kommen wir einfach nicht hin. Ich glaube, das soll so. Ich glaube, das ist für später relevant. Okay, dann gucken wir uns mal um, was wir hier so finden. Oder was hier so abgeht, mein Gott. Überall Truhen, die mir gar nicht so viel bringen, naja. Hallo? Konnte ich da gerade... Ha! Kann ich durch die Map gucken, da links. Da wurde eine Textur vergessen, Ach, Santa Monica Studio, was könnt ihr eigentlich? Nee, war ja deren erstes Spiel eigentlich. Ist auch geil, ne? Santa Monica Studio, ey. Haben nur God of War entwickelt. Keine anderen Spiele. Glaube ich. Also vielleicht irre ich mich gerade, aber ich glaube, die machen wirklich nur God of War. Go War. Man muss die Vokale, die Konsonanten irgendwann einfach nur weglassen. Go War. Außer das G, das ist wichtig. Go War. Ah ja. Ah, ich wusste, dass es wieder zurückfährt. Na, dann gehen wir mal hoch. Nein! Leck mich doch am Arschloch, Arschloch. Arschloch, ich wollte gerade gucken, ob da noch irgendwas ist hier, irgendwie. Kann ich irgendwie hochklettern oder so? Nö. Ach, von da kam ich ja auch, ne? Das ist ja die Brücke von unten, oder nicht? So ganz lame. Oder? Oder? Ich glaube schon. Hm. Na gut, dann halt nochmal. Viel Spaß. Juhu! Weit kann ich den Spaß rausziehen, auf jeden Fall. Ah, okay, sehr schön. So, you think you can conquer the temple of the gods, do you? It's never been done, you know.
sooner or later the Harpies will bring what's left of you back for me to burn. The gods hid Pandora's box in here so no mortal would ever claim its power. And yet, year after year, I open the gate for more and more soldiers and place more and more bodies on these pyres. If I were you, I'd leave now. But I can see you are determined. Very well. May the gods grant you strength to conquer the perils that lay before you. Good luck, Spartan. Spartan 1-1. R2. The dead are brought here by the Harpies. By Herpes. To be burned and recycled for use as enemies inside the temple. Okay. Interessantes Konzept. Meinetwegen. It's always the same. Madmen and fools seeking glory. I know. As you can see by my somewhat disheveled state, I was the first to attempt the temple, and the first to die. The gods punished me for my failure, and now I must tend to all who have followed me and perished. Auch mieser Fluch. Ganz viele miese Flüche, die Leute hier haben, ne? Naja, zum Glück bin ich Kratos und einfach God himself, also fast, bald. Und kriegt das hin. Oh oh. Na herrlich. Eigentlich ist die Folge vorbei. Ah, komm, wir machen das beim nächsten Mal. Ich wollte die Folge eigentlich schon eben nach dem Gespräch beenden. Ja, nächstes Mal geht's hier weiter. Dann battlen wir die und dann betreten wir mal den, hoppala, Palast von Kronos. Wie heißt denn der Palast an sich? Weiß ich nicht. Naja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.